Hallo, willkommen zu meinem Kanal. Ich bin die Katrin und ich habe mir so gedacht, ich starte mal heute einen Vlog mal ein bisschen anders. Und zwar, es ist heute Freitag. Welchen Datum haben wir denn heute? Wir haben heute den 7. Freitag, genau, den 7. Mai, Freitag. Und ich hatte heute nicht so einen tollen Start. Also seit dieser Woche war ich so ein bisschen faulenzig, wie soll ich sagen. Also, ich war ein bisschen faul und heute habe ich mein Kind ein bisschen spät in die Schule gebracht. In der Schule hier, oh, was habe ich damit bestellt? Oh Gott, sorry. Also in der Schule ist in England heute ein Gedankentag an die Queen Mary. Also im Prinzip jedes Kind sollte einen Blumenstrauß mitnehmen oder je nachdem. Und ja, da wird eben in der Schule an sie halt gedacht und Gedankenpause und so etwas, denke ich, nehme ich mal an. Was passiert ist heute Morgen? Erstens war ich dann 10 Minuten zu spät und zweitens, die Sekretärin in der Schule ist bisschen kompliziert. Ihr könnt euch alles Mögliche verstehen, ausdenken, was man mit kompliziert denkt. Und was halt passiert ist, ich habe gesagt zu meinem Kind, du schleißt dich heute rein in die Schule. Mama kommt nicht mit. Also bei uns hier in England ist es so, dass jede Schule ein Tor hat. Und da kann keiner rein, außer das sind die Eltern. Und und dann, nachdem man ins Tor rein ist, geht man nochmals rein. Und was passiert, was ich meinem Kind heute gesagt habe, du schleichst dich heute ins Tor rein und Mama wird nicht mitkommen, ins zweite Tor, ins zweite Eingang halt. Und du schleichst dich rein. Und mein Kind so, hä, wie soll ich das machen? Der hat das irgendwie noch nicht so richtig verstanden. Dann habe ich ihn in die Schule gegeben und was davor passiert ist, also, weil wir ja Blumen mitnehmen sollten und ich habe mich dann so mega schlecht gefühlt, also die schlimmste Mutter der Welt. Und dann habe ich einfach so zwei kleine Blumen von so einem Blumentopf einfach so schnippitzt. Ich dachte mir so, okay, das merkt keiner. Und neben mir ist auch noch eine andere Mutter gelaufen. Und sie hat dann auch einen Blumenstrauß vom Baum halt abgenommen. Und da gibt es doch solche Bäume, die haben diese riesen tollen Blumensträuße dran. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Auf jeden Fall, sie so, ja, nimm jetzt, wir haben das alle so gemacht. Und das ist normal mit Mutter sein. Und da habe ich mich gut gefühlt, weil, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so, wenn euch was passiert? Und ihr wünscht es keinem, ihr wünscht keinem das Gleiche, aber wenn ihr halt seht, dass es auch andere Leute in derselben Situation sind und das Gleiche fühlen, dann fühlt ihr euch so ein bisschen wohler. Dann denkt ihr ja, wenigstens war ich nicht die Einzige. Aber im Prinzip, ihr wünscht niemandem was Schlechtes, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, was ich heute Morgen dann gemacht habe, ich habe ihn dann in die Schule gebracht, er hat sich dann ist reingerannt und hat, ich hoffe, die Sekretärin hat ihn da nicht gesehen. Ich habe dann mir so gedacht, nee, lass mal, ich will nicht nach Hause. Ich lebe in London und ich habe 6 Stunden meines Lebens Zeit. Ja. Und was soll ich jetzt daheim machen? Wenn ich daheim bin, bin ich immer am Aufräumen. Immer am Perfektionieren. Ich bin so ein Perfektionist. Ich will alles schön sauber halten. Ich will alles so geordnet haben. Und im Endeffekt, was kommt dabei heraus? Nix. Ich bin immer im Chaos. Mir, wie man sehen kann, da hinten im Sofa sieht es auch nicht so gut aus. Also da sind alle Kissen reingeschmissen. Und ich denke mir so, komm, ich bin jetzt in London, lass uns raus. Ich will spazieren gehen. Ich habe dann meine Mama angerufen. Ja, meine Mama hat diese Woche frei. Und habe sie dann angerufen. Und wir haben halt telefoniert. Und ich habe angefangen zu laufen. Ich habe angefangen zu laufen. Und irgendwann mal bin ich dann bei Tower Bridge gelandet. London Tower Bridge. Nicht London Bridge, sondern London Tower Bridge ist das, was
aufgeht und wo man, wo das, das Größere, was halt auch schöner aussieht. Ich damals, ich Dummi, habe immer gedacht, das ist London Bridge, but nein, es ist London Tower Bridge, genau. Und London Bridge an sich ist sehr langweilig, das lohnt sich nicht, dahin zu gehen. Außer man möchte Bilder machen, dann kann man auf den beiden Seiten hin und her schauen und Bilder machen und das sieht dann auch wirklich sehr schön aus. Und ich bin dann im Tower Bridge gelandet und ich so, Mama, ich habe angefangen zu laufen und ich bin jetzt Tower Bridge gelandet, magst du es dir anschauen? Und dann sie so, ja, okay, dann haben wir ein Video angemacht und haben die ganze Zeit telefoniert, bis ich wieder daheim war. Und im Prinzip habe ich dann eine große Runde gemacht und ja, es war toll. Ich habe mich nicht gefühlt, als wären meine Eltern nicht hier. Es ist schön, dass man über FaceTime sich sehen kann. Das ist mega, finde ich. Ich bin da... Ich will nicht, dass mein Sofa da drauf kommt irgendwie. Genau, ich will euch zeigen, dass ich Perfektionist bin und alles aufgeräumt ist. Wobei eigentlich nicht heute. Ich habe mich heute ein bisschen anders angezogen. Also ich habe hier diesen weißen Blazer an, den ich bei H&M gekauft habe letztens. Und ich liebe diesen Blazer, weil der Blazer so schön leicht ist. Und das Beste daran ist, es ist nicht weiß. Also es ist weiß, aber es ist nicht richtiges Weiß. Es ist eher so off-white. Off-white, weil zum Beispiel sieht... Okay, das ist mein Terminkalender. Also man sieht es... Nee, warte mal. Genau. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht, aber es ist nicht richtig, es ist nicht richtig weiß. Also von nah sieht man das. Das ist richtig weiß und das ist eher so off, so gelb-weiß. Und ich finde, dass richtig pures Weiß meine Haut irgendwie nicht so gut tut. Also ich, mir gefällt das einfach nicht so sehr. Und ich habe das heute kombiniert mit einer Jeanshose, mit einer blauen Jeanshose und mir gefällt es. Wie gesagt, ich hatte heute gar keine Lust auf irgendetwas, aber das hat sich dann alles geändert, weil, ja, ich habe angefangen und wenn ich in London laufe, wo Leute, jeder fauler Sack wird dann wirklich so motiviert und man kriegt so viele Ideen und man kriegt so viel Power. Ich war dann daheim, habe meine Post geschaut. Also, nee, was passiert ist, also... habe mit Mama telefoniert und habe sie dann mitgenommen bis zum London Bridge. Ich bin im Prinzip von London Tower Bridge bis nach London Bridge gelaufen und habe dann Mama sozusagen mitgenommen über dem iPhone FaceTime, genau. Hat sie sich auch mit alles angeschaut und Mama war dann auch so mega glücklich, dass ich sie mitgenommen habe auf meinem Lauf und dann war bei mir Akku fertig. Ich und mein Akku. Ich habe hier, hör mal, mein Akku ist hier geladen und ich habe es nicht mitgenommen. Was? Ich verstehe mich selber nicht. Aber dann war ich danach noch, war ich dann zur Bank, habe da ein bisschen Geld umüberwiesen. Also wie sagt man das so? Transfer. Geld Transfer gemacht in mein anderes Account. Weil was ich mache, ich mag, dass mein Geld geteilt ist zwischen verschiedenen Accounts und dass ich nicht das komplette Geld sofort ausgebe, weil diese Stadt, puh, du kannst so viel ausgeben hier und da musst du dich so ein bisschen veräppeln, wenn, und das mache ich bei mir, ich veräpple mich selber ein bisschen, ich das Geld so ein bisschen zur Seite lege und denke, es ist nicht mehr da und dann benutze ich nur ein Konto. Ich habe heute dann ich war bei Barclays, habe ich meinen Account und habe da meinen Code geholt, Zertifizierungscode, weil ich Wallet von meinem Handy, vom Apple auch haben wollte. Weil ich mag das, die Oyster-Karte in London nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist, ich denke, das ist so Präferenzsache. Ich bevorzuge lieber, also hier zum Beispiel, das ist, so sieht eine Oyster-Karte aus. Die ist aber mega... Okay. Die ist aber mega alt. Vielleicht hat sich das Logo ein bisschen verändert oder auch nicht. Weiß nicht so genau, aber ich mag diese Karte nicht, weil mir ist das mal passiert, dass die kaputt war und dann habe ich 10 Euro drauf gehabt und
klar, ich habe das Geld zurückgekriegt, aber in dem Moment konnte ich einfach nicht Tube fahren. Und das war ein bisschen schlecht. Das war nicht ein bisschen schlecht, das war mega schlecht. Und ich habe die Karte sogar aufbewahrt. Das ist die Karte. Die ist von 2012 im Edition. Die ist mega alt. Und als ich dann hier war, habe ich die Karte. Normalerweise sind die lebenslang gültig, nach meiner Meinung nach. Aber ich habe auch nachgefragt. Die haben gemeint, die gehen nicht kaputt. Also die sind immer gültig. Ich habe dann die Karte einen Monat benutzt und dann ist sie kaputt gegangen. Toll. Und ich habe halt immer eine als Notfall da. Notfall. Aber ich mag Bankkarte, weil man hat dieselben Benefits, alles. Also man kann, wenn man seine Bankkarte bei TFL anmeldet, bei dieser App, dann kannst du auch die ganzen Fahrten und was alles abgezogen wurde, genau sehen. Vielleicht mit Geld zurück oder so, dann kann es sein, dass es ein paar Tage dauert, wie 3 bis 5 Tage. Das ist jetzt nicht so ein Deal. Ich meine, 1,50 Euro, 2,50 Euro. Hallo Leute. Das ist nichts im Gegensatz zu anderen Städten, anderen Ländern. Ich habe das Gefühl, ich zahle mega wenig für meine Travel Cost. Momentan habe ich keine Weekly, also kein Wochen Tickets gemacht, Wochenfahrkarte oder Monatsfahrkarte, weil momentan brauche ich es nicht. Aber ab dem kommenden Montag werde ich anfangen zu arbeiten. Ja, jeden Tag Tube fahren. Das heißt, da muss ich mir überlegen, ob ich mir so ein monatliches machen lasse. Mal sehen. Aber ich denke, ich werde jetzt auch diesen Blog beenden, weil ich glaube, ich habe schon zu viel geredet. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, abonniert bitte. Ich freue mich für jeden Abonnenten. Ich werde dann euch mehr Videos hochladen. Kommentiert mir mal unten, was euch interessiert. Was wollt ihr denn von London sehen, aus London sehen? Weil es gibt hier mega viel zu sehen und ich hab noch nicht alles gesehen, weil Lockdown hat ja erst diesen Monat wurde aufgehoben erst diesen Monat. Und genau, dann verabschiede ich mich jetzt mal. Also bis dann. Hab euch alle ganz doll lieb. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights.